Hallo meine Lieben und willkommen mal wieder auf meinem Kanal hier bei Lethargic Mom. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Wasserhähne entkalken könnt, die man nicht auseinander montieren kann oder zumindest nicht so einfach. Ich wusste jedenfalls nicht, wie man meine auseinanderbaut und deshalb habe ich einen Trick angewandt, den zeige ich euch nach dem Intro. Oh, this you crazy mother. Ja, und zwar, wie schon gesagt, habe ich Wasserhähne im Bad und auch in der Küche, die man nicht so einfach auseinanderschrauben kann. Den im Bad, glaube ich, kann man überhaupt nicht auseinanderschrauben, also zumindest nicht, wenn man nicht Handwerker ist und das bin ich nicht. Und in der Küche wüsste ich jetzt auch nicht, ich hatte jetzt halt Angst, den kaputt zu machen. Und zwar gibt es für solche Fälle Aufsätze zum Entkalken, das sind dann solche ballonartigen Teile, die man dann auf den Wasserhahn stülpen kann, wo man vorher Entkalkungsmittel reintut und dann kann man das so einwirken lassen. So ein Teil wollte ich mir eigentlich erst bestellen, habe dann aber in den Rezensionen bei Amazon gelesen, dass die teilweise dann nicht drauf halten oder rutschen und nicht eben passten. Und dann hatte ich so gedacht, nee, dafür möchte ich jetzt nicht unbedingt 10, 11, 12 Euro ausgeben, dafür, dass das dann am Ende nicht passt. Und in den Rezensionen hatte nämlich auch jemand geschrieben, boah, das hält bei mir überhaupt nicht, da hätte ich ja besser einen Luftballon nehmen sollen. Und ich denke, ah, ein Luftballon, gute Idee. So, und das habe ich dann ausprobiert. Ich habe dann aus Zitronensäurekonzentrat mit Wasser eine Zitronensäuremischung hergestellt, die man zum Entkalken nehmen kann. Ich habe also einen Luftballon genommen, habe den erstmal ein bisschen aufgepustet, damit er so ein bisschen dehnbarer ist, weil wenn man vorher das Wasser reinlaufen lässt, haben die so einen Widerstand, so einen starken, dass ich dachte, der geht ja kaum Wasser dann rein. Ja, das Aufpusten hat jetzt trotzdem nichts gebracht, also es ging trotzdem nicht mehr Wasser rein, als wenn ich ihn vorher nicht aufgepustet hätte, schätze ich. Die Zitronensäuremischung habe ich dann, soweit es ging, von der Menge her in den Luftballon gefüllt. Ich würde euch in so einem Fall empfehlen, nehmt ruhig einen großen Luftballon, also ne, der von der Grundgröße her recht groß ist und auch eine entsprechende Größe von seiner Öffnung hat, denn es war eine ziemliche Frickelei und Fummelei, das Teil anzubringen und soweit dann da in intaktem Zustand hochzuschieben, bis das dann wirklich hielt. Aber als es dann hielt, hat der Luftballon mit dem Zitronensäurekonzentrat seine Wirkung getan und tatsächlich muss ich sagen, das Nachherbild zeigt es auch ein bisschen, dass das ordentlich gewirkt hat, also der Sieb von dem Wasserhahn war komplett entkalkt. Ein bisschen am Außenrand war noch Kalk dran, aber da stört es ja nicht. Ich habe das leider vorher nicht gefilmt, aber das war tatsächlich so, als der Wasserhahn vorher noch nicht entkalkt war, spritzte das Wasser teilweise auch in verschiedene Richtungen. Und wie man jetzt hier sieht, nach dem Entkalken läuft das Wasser gerade wieder durch, schnurgerade und das Sieb ist kalkfrei. Das hat also schon mal gewirkt. Bei meinem Brauseaufsatz, den ich in der Küche habe, hätte ich das mit dem Luftballon allerdings nicht machen können, weil der einfach einen zu großen Umfang hat, dieser Brauseaufsatz. Da hätte ich den Luftballon garantiert nicht drüber bekommen. Habe ich dann gar nicht probiert. Bei einem Brauseaufsatz ist es natürlich der Vorteil, man kann den dann eben entsprechend durch den Schlauch rausnehmen und so konnte ich den einfach in die Säure reinhängen, in die Zitronensäure. Und da hat es dann auch seine Wirkung getan und das war dann auch danach wieder kalkfrei. Auch hier hat das Wasser danach wieder die richtige Richtung gehabt und ist nicht in tausend Richtungen gegangen. Das Ganze kann man natürlich auch mit normalem Essig machen, wenn man jetzt nicht so eine Zitronensäure im Haus hat. Das geht natürlich auch. Ich hatte noch überlegt, bei dem Brauseaufsatz statt eines Luftballons so einen Gummihandschuh zu nehmen, diese Einweghandschuhe, die man ja überall bekommt. Den hätte man natürlich dann vielleicht mit einem Gummiband da so ein bisschen fixieren können. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen. Wenn ihr also Wasserhähne habt, die jetzt zu dick sind für einen Luftballon, könntet ihr versuchen, da so einen Handschuh zu befestigen. Das wäre jetzt auch noch eine Idee, die ich gehabt habe. Das habe ich aber nicht ausprobiert, weil das jetzt in meinem Fall nicht nötig war. Gut, meine Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und geholfen. Wie immer, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Und vergesst nicht, die Glocke anzumachen, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Vielleicht kommt ja irgendwann mal was Interessanteres wieder. Die Hoffnung stirbt zuletzt. In diesem Sinne, alles Liebe und tschüss. Oh, this you crazy mother. Wasserhähne entkalken. Wie ihr Wasser... Oh, Mann. Irgendwas wollte ich noch sagen. Das also nur als kleiner Tipp. Was wollte ich denn noch sagen? Das ein... Mann. Ich wusste...
wusste noch, irgendwas war noch. Verdammte Hacke. Das fällt mir dann wieder ein, wenn die Kamera aus ist. Liv, komm mal bitte. Du musst mal eben kurz was filmen. Warum geht's denn wieder? Ich will den Wasserhahn entkalken, aber irgendwie kriege ich das Ding hier nicht richtig so hoch, wie ich das wollte. Was ist das denn ein Gefummel hier, ey? Das ist ja schlimmer, als ein Pariser aufzuziehen, ey. Gleich platzt er. Das sieht aus wie ein Dildo. Sag ich doch. Gleich habe ich ihn. Das ist so. Jetzt. Ah, guck. Boah. Hast du ihn drauf? Endlich. Aber das sieht so ekelhaft aus. Denn die sind immer spannend und lustig und doof. Auf Wiedersehen.